Die Botschaften, die die Priester verkünden, sind oft rätselhaft und zweideutig. Deswegen wird manches falsch gedeutet, mit fatalen Folgen. So berichtet der griechische Geschichtsschreiber Herodot von einem der reichsten Herrscher der Antike, dem lydischen König Kroisos. Dieser will vom Orakel wissen, ob er gegen die mächtigen Perser, die sein Land bedrohen, in den Krieg ziehen soll. Das Großreich Persiens kommt ihm immer näher und er will jetzt wissen, soll ich jetzt das Reich angreifen, soll ich mich durchsetzen hier in Kleinasien? Und das Orakel gibt ihm einen Spruch, der sagt, du wirst, wenn du den Halys, den Grenzfluss überschreiten willst, dann wirst du ein großes Reich zerstören. Kroisos in seiner Wut auf die Perser stürmt direkt los und verliert natürlich die Schlacht und wird besiegt. Kroisos ist außer sich vor Zorn und will eine Erklärung. Die Priester rechtfertigen sich ganz im Sinne des Orakels. Du musst den Spruch richtig gelesen haben. Ich habe gesagt, du wirst ein großes Reich zerstören, und zwar dein eigenes. Das hättest du auch bedenken können. Und das ist die große Geschichte, die sich um Kroisos rankt. Auch wenn Kroisos im Nachhinein am Orakel zweifelt, der Berühmtheit Delphis tut dies keinen Abbruch. Denn Ratsuchende aus der ganzen antiken Welt vertrauen auf seine mysteriösen Botschaften. Das wissen auch die Priester. Geschäftstüchtig und gewieft lassen sie sich jeden Rat gut bezahlen. Mit Schmuck, Geld oder Opfertieren. Man muss natürlich, wie heute auch, einfach ganz normal für Dienstleistungen natürlich bezahlen. Das erfolgt im Heiligtum im Regelfall, dass man ja sein Opferfleisch, Grillfleisch mitbringt. Und da bekommen normalerweise die Priesterschaft einen gewissen Anteil. Die delphischen Priester haben sich noch das Recht herausgenommen, auch das Fell zu bekommen. Das ist natürlich wertvoll. Wenn man Felle von den Opfertieren auch noch vermarkten kann, dann wird natürlich entsprechend viel Geld auch in den Schatz des Heiligtums einfließen.